Ja, ich grüße Sie und euch ganz herzlich zu einer weiteren kleinen Zen-Meditation. Ich habe mich heute kurz mit der Corona-Krise beschäftigt und festgestellt, dass weltweit mittlerweile über 600.000 Menschen infiziert sind und über 30.000 Menschen verstorben sind an Covid-19. Und in diesem Moment, wo wir hier sitzen, wo ich spreche und Sie zuhören, sterben zur gleichen Zeit Menschen auf Intensivstationen, Menschen, die von Covid-19 betroffen sind, andere, die gerade sich infizieren und eine neue schwierige Lebenssituation kommen. Und mit dieser neuen schwierigen Lebenssituation umzugehen, die ja noch lange nicht zu Ende ist, ist eine besondere Herausforderung an uns. Und Krankheit und Tod ist ein Teil in unserem Leben, der eigentlich nicht dazugehören soll. Weil wir leben wollen, wir wollen genießen, wir wollen was unternehmen, wir wollen kreativ sein. Wir wollen mit Leuten zusammen sein, wir wollen arbeiten, wir haben Vorstellungen, wie wir uns entwickeln wollen und sollen und sind so ganz auf das Leben eingestellt. Und jetzt trifft uns die Corona-Krise und wir können diese schwere Zeit auch nutzen, um zu sagen, was kommt auf uns zu, was ist jetzt gerade da, was muss ich in Frage stellen. Welche Fragen habe ich? Wie kann ich jetzt mit diesem Leben neu umgehen, das ich habe? Und da bin ich schon an einer wichtigen Stelle, weil ich habe kein Leben. Ich bin das Leben. Und die Angst vor Krankheit und Tod hat auch damit zu tun, dass wir eine Vorstellung von dem haben, was das Leben ist. Und dass wir glauben, wir haben ein Leben. Das ist so landläufig. Natürlich auch so gesprochen. Ich und mein Leben, du und dein Leben, erzähl mal von deinem Leben. Und damit schaffen wir aber eine Trennung von Subjekt und Objekt. Ich und mein Leben, du und dein Leben. Aber ich bin selbst das Leben. Jeden Augenblick, in dem ich bin, bin ich das Leben. Alles ist direkt lebendig. Nur unser Kopf. Unser Verstand, unser Ego setzt oben was drauf und betrachtet es als etwas, was fremd wäre, was außerhalb von uns wäre, was wir irgendwie tun könnten und tun müssten. Aber wir sind nicht verbunden mit dem Leben selbst, weil wir häufig in unseren Vorstellungen vom Leben durch die Welt laufen. Und in der Meditation, im Zen, ist das Sitzen in der Stille ein Sitzen, als ging es um Leben und Tod. Als wäre der Tod direkt mit mir auf meinem Kissen. Wie wäre das, wenn der Tod direkt mit uns auf dem Kissen sitzt? Direkt mit Ihnen auf dem Stuhl, auf dem Sessel, auf dem Sofa? Im Zen gehen wir davon aus, dass es uns wach macht. Wach macht für den Augenblick. Oh Gott! Es ist vielleicht mein letzter Augenblick. Den kann ich nicht vertrödeln, den kann ich nicht irgendwie dahinziehen lassen und an andere Dinge denken und mich ablenken wollen. Der letzte Augenblick ist der Augenblick, wo es darum geht, ganz tief bei sich zu sein und zu dem Leben zu werden, was wir sind, wenn wir das Leben sind. Und das ist dieser Augenblick. Die Lebendigkeit, die Präsenz, die uns jetzt geschieht. Und so ist die Corona-Krise mit all der Schwere, mit all dem Leid, mit all dem Schmerz von Verlust und Krankheit und Tod auch ein Aufruf dafür, zu leben, wach zu werden für das Leben. Eine Einladung, das Leben jetzt, diesen Augenblick uns zu leben. Ich habe
etwas mitgebracht. Und das ist, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, eine Libellenlarve, die ich im letzten Jahr, im letzten Sommer, an einem kleinen Strauch gefunden habe, in meinem Gartenteich. Sie ist während des Frühsommers, Spätfrühlings aus dem Teich gekrabbelt, hat sich an diesem Halm festgeklammert und hat sich dann sich selbst dem Tod überlassen. Freiwillig. Sie ist einfach aus dem Wasser gekrabbelt, weil es Zeit war, aus dem Wasser zu krabbeln. Unser Leben ist irgendwann, es ist Zeit zu gehen. Und diese Libelle war frei von Angst, diese Libellenlarve, und hat sich ganz diesem Moment dessen, mein Leben geht zu Ende, hingegeben. Und was entstand? Eine Metamorphose. Die Libelle krabbelte aus ihrer Hülle, trocknete sich in der Sonne und flog davon. Wenn wir in eine Situation kommen, manche Menschen kommen im Moment in die Situation, so krank zu sein, dass sie sterben könnten, auch alleine, weil die Betreuung nicht da ist, weil die Angehörigen nicht da sein können. Eine ganz schwierige existenzielle Situation, und da ist es gut, etwas zu haben, an etwas Halt zu finden. Und wir begegnen durch diese Libellenlarve dem Vertrauen, dass das, was kommt, gut sein wird. Wenn wir das Ego, die Konzepte von Tod, von Leben loslassen können, dann kommen wir zu dem, was wirklich ist, denn das Sein, das Leben selbst, in seiner großen Tiefe und in seiner großen Vielfalt und Schönheit. Aber wenn wir in unseren Gedankenkonzepten bleiben, und dann entsteht die Angst vor dem Nichts, vor dem, was ist denn da am Ende? Ich habe im Februar meinen großen Bruder begleitet, eine Zeit lang, zumindest in Besuchen, noch vor der Corona-Krise, im Krankenhaus, in dem er dann auch letztlich verstarb. Und ich habe in einigen Gesprächen mit ihm wahrgenommen, dass er bereit war zu gehen, dass er gar nicht mehr festhielt am Leben, wie vielleicht manche Menschen es auch tun, festhalten, weil sie unbedingt nicht gehen wollen. Und in diesem Beisein habe ich gespürt, in seinem Lächeln, in seiner Ruhe, wie er in seinem Krankenbett lag, dass er etwas spürte von dem, was wie bei der Libellenlarve nach dem Tod, in der Begleitung, in dem, was dann geschieht, weiterlebt. Der große Zen-Meister Bankei sprach von dem Ungeborenen in uns. Etwas, das schon immer da ist. Vor unserer Geburt, nach unserem Tod. Es ist das Ungeborene, wir könnten auch sagen, es ist das ewig Göttliche, es ist das Sein, es ist die Lehre, aus dem alles erwächst, aus dem alles sich gestaltet, aus dem alles sich in Form verwandelt. Und das Ungeborene ist wie die Formlosigkeit, die sich durch alles zieht. Das reine Bewusstsein, das nie verloren geht, auch jetzt in dieser schwierigen Phase. Und wichtig ist, dass wir uns aus dieser Unwissenheit, aus diesen Gedanken-Ego-Konzepten lösen, um zu dem zu kommen, was die Libellenlarve in sich trägt. Die Verwandlung, die Metamorphose. Die Endlosigkeit eines ewigen Jetzt. Und das geht über unser Denken hinaus. Weil unser Denken ist ein Denken, was in Kategorien denkt, in Vorstellungen denkt, weil es gar nicht anders kann. Und in jeder Kultur mag es ein anderes Denken geben, ein anders geprägtes Denken.
Aber das Leben selbst, die Wahrheit selbst, das Dharma, ist frei von Denken, ist frei von Vorstellungen. Es ist einfach das Leben selbst. Und ich möchte euch und Sie gerne einladen, in einer kleinen Meditation zu uns zu kommen, in die Tiefe zu gehen und uns in das Nicht-Selbst hineinzulassen. Buddha sprach vom Nicht-Selbst. Wir sind in der Vorstellung von einem Ich, von einem Selbst abgegrenzt und meinen, wir werden eigenständig und könnten leben irgendwo getrennt von dem, von allem. Aber das ist nicht so. Es gibt nichts auf dieser Welt, was ein eigenständiges, unabhängiges Selbst hat. Nichts hat ein eigenständiges, unabhängiges Selbst. Obwohl wir Menschen kennen, die meinen, sie kämen alleine klar in dieser Welt und bräuchten die anderen nicht und bräuchten keine Unterstützung und bräuchten nicht die Vernetzung. Aber ich kann auch nur hier sitzen, weil ich geboren worden bin durch meine Eltern und mit meinen Großeltern verbunden bin. Und dass ich sprechen kann, hat was mit meiner Kultur zu tun. Und es hat was mit dem Essen zu tun, das ich jeden Tag zu mir nehme. Und es hat was mit der Luft zu tun, die rein ist. Und das hat was mit dem Wasser zu tun, das rein ist, was ich trinke. Es hat mit meinem Schlaf zu tun. Es hat damit zu tun, dass andere Menschen mich kleiden. Dass sie nähen für mich. Dass der Bauer was anpflanzt. Und so bin ich verbunden mit allem, mit der Erde, mit dem Wasser, mit dem Sein. Es gibt nichts, was nicht irgendwie verbunden ist. Und so sind wir auch mit der ewiglichen Qualität des Seins verbunden. Das Ungeborene, das Göttliche, die Stille, wie immer wir das nennen wollen. Und wenn wir gemeinsam sitzen, dann können wir all das in unserem Kopf, alle Vorstellungen loslassen und uns auf unsere Atmung konzentrieren. Wir atmen ein, tief in unseren Grund. Atmen aus, atmen ein. Und Gedanken, die kommen, die sich jetzt damit beschäftigen wollen, was hat er gerade gesagt, was meint er da, die lassen wir einfach los. Es geht nicht darum, was dagegen zu setzen, was verstehen zu wollen. Es geht darum, bei sich zu sein. Und das Leben jetzt in diesem Moment zu erfahren, in der Tiefe. Und nicht in der Zeitbegrenzung von Geburt und Tod. Und deswegen können wir sitzen und immer wieder loslassen, immer wieder die Gedanken vorbeiziehen, sie nicht festhalten, sie nicht verknüpfen mit neuen Gedanken, sondern wir atmen ein, wir atmen aus und gehen tiefer in das Sein hinein. Und lösen auf diese Diskrepanz zwischen ich und du und ich und meine Atmung und ich und mein Leben. Sondern wir werden zu dem, was jetzt ist. Und dazu möchte ich Sie jetzt ganz herzlich einladen.
Zeit und bleibt sie gesund.